Thun wieder mit Dejan Sorgic. Der Topscorer wurde gegen Ibe schmerzlich vermisst. Jetzt gleich mit dem ersten Schuss. Allerdings noch harmlos, kein Problem für FCZ-Keeper Brecher. Bei Zürich heißt die Sturmspitze heute Hassan Cissé. Der hat in dieser Saison zweimal für Lugano getroffen und einmal für den FCZ. Dabei bleibt's vorerst. Das Tore schießen, das große Problem bei den Zürchern. Erst 8 Treffer in 9 Spielen. Cololli. Gut, aber nicht gut genug. Immerhin die FCZ-Defensive sehr stabil. Meistens hier entwischt Spielmann. Bangura, hui, hui, hui. Gelb für Bangura, das Minimum für das Geburtstagskind. Er wird heute 31. Von Spielmann wird's wohl kein Geschenk geben. Der anschließende Freistoß. Spielmann versucht's unter der Mauer durch. Wenn's klappt, genial. Wenn nicht, ungefährlich. Eine knappe halbe Stunde war's harmlos. Das ändert sich aber. Rüegg. Cololli vorbei an Sutter und rein ins Glück. 1:0 für den FC Zürich, Benjamin Cololli. Meist Vorbereiter, jetzt erstmals Torschütze für den FCZ in der Super League, weil sich Nicolas Sutter vornehm zurückhält und Guillaume Pfeffer sich im Nein-Eck erwischen lässt. Benjamin Cololli in der Europa League hatte er schon getroffen, dann im Graben gejubelt. Hier kein Graben, keine Gefahr, alles gut. Gar nicht gut, findet Thun-Trainer Marc Schneider. Er bringt Biegler für Stielhardt schon nach gut einer halben Stunde. Die Chance zum Ausgleich, Freistoß Dossetti. Pfosten und Palsson klärt knapp vor der Linie. Es wäre ein Eigentor gewesen. Das Geburtstagskind Bangura köpft den Ball an den Pfosten. Glück gehabt. Der FC Zürich hat noch nie mehr als 2 Tore pro Spiel erzielt. Wie ist das möglich? So, Cissé, ja, was für Offerten braucht ein Stürmer denn noch, um zu treffen? Klasse Vorarbeit von Rodriguez, kläglich der Abschluss von Cissé. 0:1 der Pausenstand, Cololli einziger Torschütze bisher. 51. Minute, Freistoß Cololli. Abgelenkt, nur Eckball, der dann nichts einbringt. Wenig später muss der unglücklich spielende Cissé raus. Odey kommt. Und der wird gleich bestens ins FCZ-Spiel eingebunden. Cololli, Odey, wieder Cololli, 0:2, Doppelpack von Benjamin Cololli. Der wird immer wertvoller für den FC Zürich. Als Vorbereiter hat er schon geglänzt, jetzt auch noch als Vollstrecker. Auf Thuner Seite ist kurz zuvor Denis Salanovic eingewechselt worden, hier am Ball. Und jetzt Achtung, Salanovic. Salanovic, Tor, Anschlusstreffer. Nur noch 1:2. Denis Salanovic läuft einfach mal an Pamodou vorbei, auch an Palsson und trifft dann herrlich ins lange Eck. Klasse Tor. Thun bleibt dran, setzt nach. Fatkic, Sorgic, Ausgleich. In knapp 4 Minuten aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht. Dejan Sorgic, der Liga-Topscorer, zeigt, warum er so wertvoll ist. Mit der Fußspitze macht er ihn rein oder von der Pike auf gelernt. Der FCZ versucht nochmals zu reagieren. Der omnipräsente Cololli. Odey. Und Pfeffer gerade noch dran. Nachspielzeit. Cololli, Domjoni fast noch mit dem Siegtreffer für den FCZ. Und der direkte Gegenzug. Sorgic. Vorbei an Bangura, vorbei am Tor, vorbei das Spiel. Thun hätte nach einem 0:2 fast noch gewonnen. So bleibt's beim letztlich gerechten 2:2 unentschieden.